Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum nächsten Banger. Ja, Judith can contribute is nett. Aber Two Tactics Crown ist auch witzig. Ben Tex, danke dir für deinen Twitch, nein, für deinen normalen Sub. Und Gendrico, danke für deinen Twitch Prime. Das Ziel. Ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. So. Du kennst mich gerade, liege im Krankenhaus und wurde heute Morgen operiert. Ey, dann gute Besserung dir. Oschi. Die ersten zwei Nächte sind immer scheiße, danach wird's besser. Krankenhaus Stammgast. Darius. Das Licht niedriger machen, ich krieg schon Kopfschmerzen. Irgendwie eine Art Noxus-Start hier. Aber wir hätten auch... Samira zu stellen war bad. Die Meiser stattdessen nicht kaufen sollen. Aber wir hätten hier in diesen Void-Start. Oh. Flash Sanctum. Hätten wir wieder eine Unit erpfeffen können. Wünsche dir Erfolg beim Climben. Danke dir! So, jetzt haben wir wieder Bilgewater. Das heißt, wir müssen eine Bilgewater-Unit stellen. Dann einen Multicaster hier rein, damit wir eher Bilgewater kriegen. Und jetzt ist halt die Frage, zählt man auch noch die Cassio? Oder trennt man sich nicht eher vom Darius? Ich denke eher von Darius. So, Oath Time. Wir haben eine 20% Chance. Das war's nicht, ne? Vielleicht ein Early Game, bestes Emblem. Bestien hat halt schöne, also ist halt in der Breite dann irgendwann nützlich. Aber tatsächlich weiß ich auch nicht, ob das, also aktuell hatte ich ja gesagt, ist Bestien nicht gut, weil man umgebürstet wird. Der reincharged. Oh, Wood wäre auch echt gut dann, ne? Das Early könnte so fein sein. 6 Bastion plus AP, das ist vielleicht noch ein Ding. Ja, aber das ist halt sehr risky, weil wir nicht wissen, ob es wirklich so ist, ne? Der ist strong. Juggernaut Swain alleine ist ja schon viel. Ah, der Warwick ist jetzt genau in diesem Bereich, wo er halt gefühlt unkillable ist, ohne Velcro's Ult für uns. War die Velcro's Ult? Jetzt brauchen wir eine Malzauer, die beide trifft. Die werden wir allerdings nicht kriegen. Jetzt haben beide dasselbe Target geschossen. Das ist losable? Nein. Oh. Oh. Vielleicht doch. Okay. Ja, Witchwater 7 ist einfach strong, Leute. Da macht ihr nichts falsch mit.
Ja, vier Sorcerer wäre auch so ein Ding hier. Was passiert, wenn die All-Star-Time-Orte beide noch Units haben? Da ist unentschieden und beide kriegen Schaden. Da hat Riot ausnahmsweise mal dran gedacht. Ja, auf 5, Sorcerer 4, aber ohne Void dann. Ich habe das Gefühl, immer Sorcerer ist ganz cool so im Early Mid und dann fällt das halt eine harte Klippe runter. Deswegen fühle ich mich da nicht so wohl. Kassadin wäre cool. Gerade auch ein Game und von 8 Leuten haben 6 Bridgeward auf dem Feld. Ja, kann schon mal passieren. Aber kannst dich immer freuen, weil wenn die sich gegenseitig contesten, ist es natürlich viel schwächer. Also so underrated mit den Shield Destroy. Ja, definitiv. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht wirklich underrated. Die raten schon viele sehr, sehr hoch. Schade, Taric mit AP wäre absolut insane für uns gewesen. Ich denke, man nimmt hier Rapid Fire Cannon Early. Könnten auch vier Bastion jetzt gehen. Ich vermute, dass das besser ist. Wir werden hier natürlich auch erstmal ein Static bauen. Wahrscheinlich ist es eher ein Static. Mein Void 3, Sorcerer 4, so, das ist schon ein decent Start natürlich. Ein bisschen die Frage, was dann. Was danach noch kommt, ne? Multicaster finde ich bad. Sorcerer alleine carry wäre halt nur Seiko. Aber Sorcerer mit Bastion hat schon was, ne? Du kannst ja Taric spielen und hast dann immer einen Sorcerer sofort dabei. Krass, dass er jetzt schon da zwei Ults durchkriegt. Wird nicht unbedingt gedacht. Gewinnt jetzt hier auch den Fight. Also klar, wie es war, hätten wir es wahrscheinlich auch anyway gewonnen. Ja, ist halt die Frage, ob man den starken Cho hier bald rausnimmt. Und dann Kasadin stattdessen spielt und dann Illaoi. Dann hätte man am besten schon 4. Aber zum Beispiel 4 zu 6 kriegst du halt nur 25 Armor und mehr. Aber musst halt schon dein ganzes Line-Up dafür opfern. Aber Illaoi 2, wir können auch noch Poppy 2 kriegen. Auch einfach jetzt Shurima gehen, ne?
Wait, warum ist das Sorcerer 4? Weil ich kein Malzahn mehr habe. Ah, aber ich wollte Bastion 4. Ah, ich hab schon gefragt, was ich da falsch gemacht habe. Ich wollte eine ganze Menge. Ich kriegt die Ult nicht durch. Ich gehe Level 6 und verliere trotzdem. Ich verliere nicht. Also ihr habt mich. Das war jetzt gut, ne? Vier Bastion. Drei Strategist. Noch zwei Sorcerer halt. Für die beiden Frontline Sorcerer. Dann würde ich hier ein Blue Silco Azir spielen. Der simple Begründung, dass ich früher einen Azir gefunden habe, ne? Quain 2, Warwick 2 und Mila auf 6. Kann man nicht viel gegen machen. Das verliert man dann einfach, das ist okay. Wird der Bastion irgendwann sehr useless sein, ne? Ich denke, das ist hier einfach der Preis, den man zahlt. Könnt ihr auch Nashor's Tooth bauen, aber ich denke, ich will erstmal Rageblade. Ja, Bildsporter nehmen wir natürlich auch am Rande noch mit. Schon nervig. AP. AP oder eine Träne, gibt eigentlich eine gute Auswahl für uns. AP ist weg, zwei Tränen sind noch da. Taric leicht besser für uns, jetzt Sejo sogar. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte er Bock auf meine Träne. Haha. So getan, als würde ich ein Giants Bait wollen, aber freut dich nie. Der Lümmel. Ja, auf den Level rollt man hier nicht. Ich denke, man kann ja auch bis Fortune durchspielen. Und dann Bastion 4 spielen, den man ohne Jarvan antritt. Stattdessen mit einem Shen. Man kriegt irgendwie Shurima plus 1, dann könnte man Shurima 4 spielen. Und Shurima 4 weiß ich echt nicht, wie worth das ist, weil in der Theorie evolven halt mehr, allerdings halt erst nach x Stunden. Man hat schon wenig Zeit, ne? Spellfree ist hier nicht solide, doch, absolut. Aber Ragebait ist das wichtigste Item. Wenn wir das bauen, dann cockblocken wir uns das Item weg. Dann kein AP mehr für Ragebait haben.
Ishtar ist wegen Wood eigentlich auch gut, aber nur wenn man es von Early wegspielt. Ich spiele gerade zufällig jemand Legends of Winter bekommt einen Connection Error. Weiß ich tatsächlich nicht. Winrate ist genau 50%. Oh Gott. Boah, Tarik hat keine Ult durchbekommen. Ich habe das Gefühl, dass der Nautilus CC ein bisschen länger geht, als das steht. Das war einfach eine Samira's 3-Star. Da sollte ich wahrscheinlich auch nicht allzu viel rauskriegen. Wir haben übrigens keinen Moment geminmaxed. Also irgendwie versucht das Unit sterben. Aber ich werde jetzt damit auch nicht anfangen. Das ist mir viel zu stressig. Ups. Ja, wäre jetzt wie gesagt auch im Moment für Bastion 6 in der Theorie. Aber ich weiß es echt nicht. Das ist, was man braucht. Ja. Items sind jetzt echt nicht das Wahre, ne? So, jetzt müssen wir eigentlich Comp switchen, ne? Bastion 3 ist jetzt nicht so gut eigentlich. Das sieht nach einem soliden Lineup aus. Ja, vielleicht müssen wir langsam, ne? Dazu sagen. MF sollte bei Azir stehen, weil Azir Statics hat. Und ich gar nicht geminmaxed habe, habe ich deutlich mehr Stacks als er. Bild. Das für Nasus? Aber das ist auch sehr gut. Ne? Oh, Juggernaut Crest ist leider auch sehr gut. Ich glaube, Know Your Enemy ist echt nicht bad. Ja, ich würde sagen, The Tank is actually bad. Ah, Six Bastion. Nee, ich fühle das alles gar nicht. Mit Nidatusta, da machen wir natürlich nichts. Aber den Rest haben wir gekillt. Man hätte am Ende noch Taric spielen. 4, 5, 8 und dann schön mit 30 Gold All-In gehen. Oder wir wechseln halt noch ganz entspannt auf Silco, das geht auch. Schluss und Jarvan sollten mittiger stehen, damit die ja eher ihre Ult durchkriegen. Wenn wir noch Silco wollen, sollten wir den Warwick zumindest mal mitnehmen. Als Backup-Option. Ja, wir haben auch wirklich nur zwei MFs bis jetzt gehittet. Jetzt sind so viele Gründe zu sagen, man spielt hier MF über Silco. Ich. Spatula wäre gut. AP wäre best.
Oh, ich brauche sogar noch 2 mehr AP. Ich den Spatula? Nee, ich glaube, ich muss AP nehmen. Ich bin bei Rageblade. Ah, oh, der Guardbreaker war es nicht. Aber wirklich das Problem, dass wir zu wenig Tank-Items haben. Das weiß ich genau, woran es liegt. Tit. Ein Brainfart gehabt, was ich da reinspiele. Ich denke, wir machen es davon abhängig, wie gut der Zorn Trade ist. Arm ist schon giga useless. Ist das da mein Final Board? Maybe. Sieht irgendwie weird aus als Final Board, ne? Samira und Cassius Restar. Das ist völlig egal, ne? Ich glaube, mein Board ist auch gut dagegen. Weil der Jarvan Knight die Backline springt und die komplett denied. Ja. Maybe das. Und jetzt wäre meine Idee, Swain rauszunehmen. Für einen Juggernaut. Der vielleicht ein bisschen mehr drauf hat als das. Ich weiß auch nicht, ob ich mit Edge of Night Aatrox wieder leben kann. Ne? Der ist schon sehr wert eigentlich. Okay, wir haben 6 Carry-Items und nur ein Tank-Item gebaut. Die Fights müssen auch echt flott gehen, sonst ist das hier ein ganz schönes Debakel. Das scheint auch im Bereich des Möglichen. Schnelle Fights sind ja kein Problem mit diesem Set. Ist wieder weg. Gott, Alex. Was ist dir denn über den über die Leber gelaufen? Sind einfach nette Menschen hier. Die musst du gar nicht angehen. Die wollen dir gar nichts Böses. Uiuiui. Fishmother Fights erkennt man immer schön daran, dass einfach alles stirbt. Instant. Außer Nasus. Nasus ist so eine. Ist so ein lebender Panzer.
Ist irgendwie krass, wie stabil mein Lineup ist, ne? Gar nicht wahnsinnig viel gehittet oder so. Ein bisschen weird. Ich habe tiefer gerollt, als ich sollte. Aber noch Narsis Pair, Seer Pair und MF Dreieckes. Würde ich Gangplank spielen? Veilauri schon, ne? Das Schöne ist ja eigentlich eher so Comedy-Effekt. Was, das? Okay, ich habe MF völlig underrated. Ja, Bildquarter 9 erreicht man aber natürlich auch nur mit zwei Emblemen. Dann ist es sehr, sehr broken, gebe ich dir recht. Aber ich finde, grundsätzlich Trades nur noch ihren kaum zu erreichenden Threshold zu bewerten, ist immer die beste Variante, würde ich sagen. Könnte hier Bildquarter mitnehmen. Dadurch hier Lowry loswerden. Schmeckt. Habe ich einen Invoker? Nee, ne? Dann hier maybe Cassante. Oh oh. Karma ist unangenehm. Und die Ahri ist straight up ganz gemein. Nee, ist nicht normal. Das bedeutet, er wird seine Elo über deine MMRs. Ja. Schwierig, ne? Also man könnte hier natürlich auch nochmal eine ganz andere Unit spielen. Jetzt könnte man Nafi. Was mit Silco? Sekus ist auch nicht, glaube ich. Kann ich 9 gehen und hier Cassante und dann Nafiri spielen und Shurima 4? Okay, Alex, tut mir leid, aber du bist leider völlig fehl am Platz hier. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst, wenn du älter als 14 bist. Dann bist du hier gerne wieder gesehen. Ja, okay, aber für eine MF freut man hier jetzt schon noch, ne? Need a tank. Ah, what is this? Wäre 9 so viel besser, aber ich kann 9 nicht gehen.
Okay, das MF-Bild ist, glaube ich, superior gegenüber Silco. Das ist so viel mehr Damage. Weil die MF einfach auch so viel Work macht. Alles gut, Ellie. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass hier irgendwer kommt, dann just tell me. Sowas tolerieren wir hier absolut gar nicht. 0,0. Oh, ich bin jetzt schon an dem Punkt, wo ich den besiege. What? Damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlich. Ich dachte, wir brauchen noch viel länger. Bilgewater 3. Kann ja auch noch auf Bilgewater 5 gehen, ne? Cassante raus. Gangplank rein. Und dann Mila rein. Ist das besser? Ist das anders? Wir haben auch nochmal Spellcrit, das wäre nicht so bad. Naphira jetzt letzte Unit, gibt uns halt nur Shurima 4, was sehr gut ist, aber Bilgewater 5 unter der Prämisse, dass meine MF jetzt schon sehr strong ist. Ich habe halt nie das Gefühl, dass Bilgewater 3 zu 5 viel macht, aber das kann sich ja auch ändern. Wie der Aatrox mit Edge of Night die Akku gedroppt hat, weil er wusste, dass er sie das tanken kann und sie dann wieder genommen hat und sie vernichtet hat. Maschine, Alter. Ah, du brauchst das Rapid Fire Camp. Das ist der Mordekaiser. Habe ich ein bisschen spät erkannt, aber besser spät als nie. Oh, eine Bilgewater Unit jetzt. Da ist sie. Ja, wir hätten uns trotzdem mal die Option, wieder zurück zu swappen, aber Bilgewater 5, Juggernaut 4. Mit der MF3. Look at this damage. Moshpit um meinen Nasir herum. Aber Nasus ist. Also, ich meine, das ist ein Nasus mit Bestien. Der hat sonst kein Tank-Item. Aber auch der Aatrox, ne? Junge, Junge, Junge. Krasse Runde. Es hat sich so easy angefühlt. So diese Silco Z-Match sind ja immer so von behind. Ich glaube aber tatsächlich, dass es weniger an der DMF lag, sondern eher daran, dass wir den Azir mal früh hatten und Static geslammt haben. Bestien war nicht mehr aktiv. Nee, Bestien war am Ende nicht mehr aktiv. Stimmt, dann hatte er gar keinen Tank, Alter. Was für eine freche Unit. Richtig krass. Ja, ist ein weiterer Banger. MF3 sieht actually sehr gut aus. Deckt hat das Ganze aufgenommen. 13.9.